Was wollt ihr hören? Erstmal, was wollt ihr hören? Das ist eine super, das ist cool. Endlich ja. Mal, da können Sie mich ja fragen. Erstmal herzlich willkommen in Berlin. Ich glaube, Sie kommen nicht aus Berlin, oder? Ich bin perinataler Berliner. Oh. An der Sprache können Sie hören, dass ich Mediziner bin, also ja. Eher besser gesagt Heilkünstler. Aber perinatal ist um die Geburt herum. Hier war irgendwo meine Zeugung und ich bin in Templin in meiner Großvaterstadt als Baby gewesen. Und meine Großeltern haben hier in Berlin gelebt. Ne? So, meine Tochter lebt auch in Berlin und von der bin ich gekommen. Und mein Anliegen ist natürlich, dass dieses Infektionsschutzgesetz, was ohnehin schon ein Trojaner ist, der freiheitlichen Ordnung, Trojaner deswegen, weil über die schwammige Definition der Epidemie und vor allen Dingen der unkontrollierten Möglichkeit, sowas zu ernennen, Tür und Tor der Willkür geöffnet sind. Und das soll jetzt noch verschärft werden, dass noch nicht mal gerichtliche Belange mehr möglich sind. Und das ist ja vollkommen daneben. So, und als Gesundheitsexperte muss ich dazu Folgendes sagen. Dieses ganze Thema Corona wird ja völlig falsch angepackt. Zum Beispiel über Gesundheitsmaßnahmen, die wir machen können, aktiv durch Ernährung, durch vor allen Dingen Vitamin C und Vitamin D, abgesehen von anderen Dingen, wird ja nie thematisiert. Dabei hat in den chinesischen Veröffentlichungen kann man schon Ende März sehen, dass die besten Erfolge waren bei den schweren Fällen, wenn sie richtig Vitamin C infundiert haben in die Ader, zwischen 6 und 40 Gramm. Und dann hatten die dreiviertel bessere Erfolge. Und auch mit der heimischen Kräutermedizin. Sagen wir mal kurz gesagt, statt 3 von 4 Schwerkranken zu sterben, ist nur 1 von 4 gestorben mit diesen Maßnahmen. Go, wird hier nie erzählt. Naja, also das ist furchtbar. Ich erlebe das jetzt schon 40 Jahre, dass Gesundheitsförderung nicht gern gesehen wird und nicht gefördert wird. Jetzt will man sogar die Naturkunde noch weiter eindämmen, Homöopathie abschaffen und solche Sachen. Kommen Sie aus dem Bereich, wenn ich kurz unterbrechen darf, aus dem Homöopathischen oder haben Sie Medizin studiert direkt? Ich habe Medizin studiert und während des Studiums schon viel Psychosomatik gemacht und die seelischen Zusammenhänge. Ich weiß, dass das ganze Seelenleben sich auch körperlich abspielt. Nicht? Und gerade die Lunge. Lunge ist das seelische Organ für Freiheit und Unfreiheit. Ne? Der Magen für Wohlbefinden und Unwohlbefinden und so weiter. Deswegen wird ja immer Arbeitsessen, nicht? Damit man und so weiter. Ja, und jetzt wird die Freiheit beraubt. Das ist wiederum ein pathogener Faktor für die Gesundheit. Nicht? Also da wird die Covid noch schlimmer dadurch. Naja, das ist jetzt ein psychosomatisches. Und dann habe ich mich in meiner naturheilkundlichen Fortbildung auch sehr viel homöopathische Fortbildung gemacht. Das ist jetzt nicht mein Hauptzweig, aber ich verstehe ein bisschen davon. Aus welchem Bereich, medizinischen Bereich kommen Sie oder welchen Bereich haben Sie studiert? Haben Sie? Ja, in Köln Normalmedizin. Nicht? Also Allgemeinmedizin. Ja, das ist ja kein Studium, das ist die Weiterbildung. Nicht? Man ist in verschiedenen Krankenhäusern, man muss so viel innere Medizin, Chirurgie und anderes gemacht haben. Und dann kann man Facharzt für Allgemeinmedizin heißen. Ne? Übrigens habe ich die Facharztprüfung damals auch bestanden, obwohl ich eine alternative Ansicht zum Impfen hatte. Ne? Ich habe schon gleich gesagt, dass ich dieses generelle Impfen für nicht sinnvoll halte und habe das den Kollegen begründet, dass es gute Alternativen gibt, gerade aus der Naturheilkunde. Dann haben sie gesagt, okay, wir sehen, dass sie das verantwortungsvoll machen. Ist akzeptiert. Ne? Sind Sie auch in dem Programm Ärzte für Aufklärung? Sind Sie da aktiv? Aktiv nicht, aber ich habe mich da eintragen lassen. Habe mich da eingetragen. Wäre schon ganz schön. Na gut, eingetragen haben Sie sich ja schon. Ja, das ist schon mal gut. Ich meine, das ist ja auch ein guter Schritt, den man gehen kann. Genau. Anders kommt man ja heute gar nicht weiter. Ja, über diesen Kanal sind vielleicht ein halbes Dutzend Patienten zu mir gekommen, die einen Attest gegen die Maskenpflicht von mir bekommen haben. Die kann ich im Grunde genommen fast jedem ausstellen. Aber ich mache es immer individuell, mache Dokumente und besuche, befrage und so weiter. Ja, also diese Maskerade ist ja ganz furchtbar. In China ist zurzeit übrigens fast Corona-frei. Die haben natürlich totale Überwachung, machen Temperaturmessungen und sowas. Aber du brauchst nicht mit Maske rumlaufen, außer in U-Bahn.
in dicht gedrängten U-Bahnen, da macht es wirklich Sinn. Aber alles andere ist Quatsch. Ist ja sogar gesundheitsschädlich. Hm? Ja, das denke ich eigentlich auch. Was sagen, haben Sie schon gehört, dass in Portugal die Quarantäne aufgehoben wurde? Durch den großen Glück, das ist das erste Land. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Historie. Vielleicht kennen Sie das Jahr 1307 oder so. Da wurde mit einem Schlag in ganz Europa durch Diffamierung der Tempelorden aufgelöst. Und nur Portugal hat es nicht gemacht. Der portugiesische König, der wusste das, dass das keine Verbrecher sind, und sagte, den Scheiß machen wir nicht mit. Also, das Templerkreuz ist ja auf den Kolumbus-Schiffen drauf und so weiter. Ja. Das heißt also, es könnte ein Vorreiter sein für Europa? Oder meinen Sie, dass die Bundesregierung auch Portugal jetzt unter Druck setzt? Das befürchte ich, ja. Aber die werden sich nicht kleinkriegen lassen. Die haben ja auch damals nach der Finanzkrise einen anderen Weg gegangen. Ne? Also, und sich relativ schnell erholt. Jetzt komme ich mal kurz, wie sehen Sie die Zukunft? Sehen Sie die eher positiv oder eher negativ? Oder was können Sie vielleicht? Die Zukunft ist völlig ungewiss. Aber ich weiß, dass wir im Tiefpunkt der menschlichen Entwicklung sind, geistig gesehen. Das kann nur noch bergauf gehen. Ich hoffe ja, dass durch diesen wirklich dreisten globalen Betrugsskandal mit diesen Geschichten, es gibt ja diesen schönen Artikel 20 Seiten, der gekaufte Planet, wo das erläutert wird, dass alle, nicht alle, aber man, bei 80 Ländern kann man es nachweisen, dass sie bestochen worden sind, Lockdown zu machen für so und so viel Schuldenerlass. Und wenn man noch die anderen Hintergründe kennt, dass diese Länder vorher vorsätzlich systematisch mit falschen Versprechungen verarmt worden sind. Und nun hat man sie in der Hand. Es ist ja, man kann sagen, je schlimmer die Länder verschuldet sind, desto schärfer sind sie im Lockdown, sprich Griechenland, obwohl da nichts los ist. Ne? Da sind wir hier im Paradies. Insofern ist Deutschland noch relativ gut. Ja? Also da werden Leute eingesperrt, da werden sie hart bestraft, wenn sie ohne Maske sind. Hier sagen die Polizisten nichts, nicht? Also jedenfalls nicht so schlimm. Okay, also ich habe die Hoffnung, dass dieser ganze Wahn jetzt zusammenbricht und dann eine bessere Entwicklung kommt. Aber wenn man nur oberflächlich und ängstlich sieht, muss man das Schlimmste befürchten, dass wir Orwell in Potenz bekommen. Nicht? Ja. Aber Sie sind auch eher zuversichtlich. Ja, ich bin von Grund auf Optimist. Und die Menschheit ist auch ein bisschen weiter gekommen, namentlich auch hier. Wir haben ja viel schlechte Erfahrungen schon gemacht. Und diese Massen von Psychologen und Psychotherapien, die wir inzwischen haben, ich glaube, da ist viel von Vergangenheit schon aufgearbeitet. Aber viele haben noch die alten Verhaltenssachen in den Knochen, auch wenn es äußerlich ganz anders aussieht. Das heißt, man muss es den Menschen eigentlich zeigen, oder? Bitte? Man muss es den Menschen zeigen. Ja, ja, ja. Wie schlimm es sein kann oder werden kann. Ja, ja, manche kommen erst zur Vernunft, wenn es wirklich schlimm wird. Was mich natürlich erschüttert ist, dass die Masse doch so wie die Lämmer hinterherlaufen und naja. Sie sind ja auch ein bisschen älter, ich weiß jetzt nicht welcher Jahrgang, aber Sie haben sich wahrscheinlich auch mit der deutschen Geschichte schon auseinandergesetzt. Natürlich. Ja, als Säugling sind Sie da Parallelen oder? Ja, ja, natürlich. Als Säugling habe ich ja schon noch das Kriegsende erlebt. Ne? Und diese psychischen Einflüsse, die Mutter und die Eltern kriegen, übertragen sich ja auf einen, schon im Mutterleib. Ne? Also das steckt tief in mir drin. Diese Gerechtigkeitssinn und dieses für Freiheit und Achtung vor den Menschen und diese Abneigung gegen diese Missachtung des Menschlichen. Und ich habe vor allen Dingen alles erlebt, schon in den 68er Jahren. Da haben wir geglaubt, man muss die Verhältnisse ändern. Dann wird es den Menschen besser gehen. Dann habe ich aber gesehen, dass meine Freunde von was weiß ich, von KPD und Links und dass die Verhaltensweisen hatten gegenüber ihren Partnern oder sonst was, die grauenhaft waren, ja. Und dann habe ich auch gesehen, dass dieses Kämpfen gegen äußere Dinge die Menschen innerlich als Mensch nicht richtig weiterbringt. Und daraufhin, ich habe damals schon Meditation, Yoga geübt, die mich übrigens sehr aktiv gemacht haben. Je mehr man in sich ruht, desto mehr kann man aktiv werden.
habe ich gesehen, wir müssen die Menschen innerlich weiterbringen. Und da habe ich geglaubt, naja, wenn möglichst viele Menschen meditieren, dann wird es besser. Aber diese Bewegung, die auch Hand und Fuß hat, wurde auch von der Regierung damals bekämpft. Alles, was uns innerlich frei und unabhängig macht, auch unabhängig, man nennt das feldunabhängig, dass man gegen äußere Werbung und so nicht so anfällig ist, das ist denen, hat denen nicht gefallen. Da wurden Diffamierungskampagnen gemacht, das habe ich schon erlebt, damals Medienmanipulation, furchtbar, das ging jahrelang. Und sowas erleben wir jetzt in einer Totalität, wie ich es mir nicht hätte vorstellen können. Damals war es ja nur gegen Meditation, die wurden als Sekten verschrien. Und jetzt ist die ganze Bevölkerung plötzlich zum Sklaven geworden, ja. Ich könnte mich mit Ihnen Stunden unterhalten, weil es sehr spannend ist, kann ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe auch noch eine, da fehlt mir gerade ein. Meinen Sie, dahinter steckt ein größerer Plan? Es gibt ganz viele Indizien, die das sehr wahrscheinlich machen. Nicht? Also ich habe die Reden von Bill Gates erlebt. Ich weiß von den Leuten, die mal beim IWF gearbeitet haben, gibt es zwei, die später diese Realitäten ausgepackt haben, sogar als Buch veröffentlicht. Und wie gesagt, es ist ja systematisch die ganze Welt in die Schuldenfalle getroffen worden, fast die ganze Welt. Und dann gibt es diese Beweise, dass jetzt die Pandemie-Strategien sind ja schon im letzten Herbst, in der berühmten Konferenz, CDU und so weiter, da war schon die WHO dabei, Drosten, Wieler, die haben damals schon gesprochen, wie man das macht. Und es gibt ein Strategiepapier im Innenministerium, wo genau erklärt ist, wie man den Menschen am besten Angst machen können, damit sie diese Regeln einhalten. Ne? Ist unglaublich. Und dann wurde, das war schon lange her, da habe ich dann ein Video gesehen und die Nachricht von Lukaschenko gehört. Ich bin ja ein Mensch, der nie so auf Zeitungsmeldungen reinfällt. Was in Weißrussland ist, kann ich nicht beurteilen. Aber in dem Moment wurde Lukaschenko sehr sympathisch. Der hat von der WHO 90 Millionen Dollar angeboten bekommen, wenn er Lockdown wie in Italien macht. Das hat er abgelehnt. Dann kriegte er eine Woche später ein Angebot von 900 Millionen Dollar. Hat er auch abgelehnt. Er sagte, wir brauchen das nicht. Ja? Das war einer der wenigen, die unabhängig waren. Die anderen waren die Schweden. Ich weiß nicht, ob die auch bestochen werden sollten. Da habe ich keine Information. Ich weiß aber, dass die Italiener bestochen sind. Und je mehr die Leute in den Schulden waren, sprich Griechenland, desto schlimmer wurde der Lockdown. Auch afrikanische Länder, die das erst abgelehnt haben, die haben die WHO rausgeschmissen. Aber die waren so verschuldet, dass sie nachher gesagt haben, okay, wir machen die Masken und kassieren das Geld. Ja. Das sieht schon nach Plan aus. Ich frage mich auch, warum haben die Schweden das so gemacht, wie sie es gemacht haben? Und ich meine normalerweise doch, das auch... Das ist bekannt. Die Schweden waren damals bei der Schweinegrippe Vorreiter und haben diesen Impfwahn mitgemacht und haben dann so viele negative, lebenslang geschädigte Leute erlebt, ein paar hundert, na gut, man kann es nicht viele, ein paar hundert, aber das hat denen gereicht, dass sie sagen, das machen wir nicht mehr. Ne? Sie meinen, das liegt daran? Ja, das soll eine der Motivationen gewesen sein, dass sie schon so ein bisschen abgeklärter sind. Sie sind ja sehr sozialistisch organisiert und glaubten immer an den Fortschritt und die Technik, aber jetzt haben sie gesehen, damit sind sie reingefallen. Wird ja wenig in den Mainstream-Medien über Schweden eigentlich gesprochen, ne? Oder gezeigt. Ist eigentlich merkwürdig, obwohl es ja gar nicht so weit entfernt ist. Ja, weil es ja besser läuft. Alles, was gut läuft, wird hier verschwiegen. Ne? Und alles, was irgendwie Angst machen kann, wird hier in der Lupe groß rausgestellt. Ne? Guck mal, wenn du jetzt jeden Tag in der Zeitung wieder berichten würdest, ja, damals in Meschede, da sind zwei ICEs zusammengeknallt, da hat es so viele Tote gegeben. Also, da sieht man doch, dass man nicht mit dem ICE fahren kann. Ne? So ähnlich machen sie es jetzt mit Corona. Zum Beispiel wird immer behauptet, die Chöre, die singen, das wäre ein Hotspot. Ich kenne nur zwei Beispiele. Einen in den USA damals im März und dann irgendein Berlin in irgendeiner Kirche waren dann plötzlich von 80 Teilnehmern 60 positiv. Aber 60 positiv heißt ja nicht krank. Von denen war keiner krank.
Und da heißt es ja, Chor singen, das ist verboten. Es gibt eine psychologische Grundtatsache, das ist, solange ich singe, kann ich keine Angst verspüren. Ich habe jetzt mehrere Mütter gefragt, kennt ihr das von euren Kindern? Wenn die unheimliche Situation haben, Dunkelheit, fangen die an zu singen, um ihre Angst zu beseitigen? Ja, haben sie mir bestätigt. Kinder fangen an zu singen, und dann verschwinden die Gespenster. Ja, man kennt es doch auch selber. Also wenn man allein durch den Wald nachts läuft, dann singt man oder redet. Ne? Irgendwas macht man doch. Genau. Ja, von daher ist es gar nicht so weit hergegriffen. Und das wird verboten. Ja. Also, wenn das wirklich so gefährlich wäre, in Deutschland gibt es 1.000 oder 10.000 Chöre. Und gerade einen hat man ein Beispiel. Dann müssten doch mindestens, 20, 30, 40 Chöre als Superspreader gewesen sein. War aber nicht. Also es ist ein Verbrechen von Anfang bis einfach. Da wird völlig unwissenschaftlich ein Einzelfall generalisiert. Und den Leuten damit Angst gemacht und eine gesundheitsfördernde Maßnahme einfach verboten. Oder dieser Wahnsinn, kein Sport mehr. Zum Beispiel Tennisplätze, weißt du, da hast du einen Abstand von so und so vielen Metern, durfte man nicht mehr machen. Einfach der helle Wahnsinn, normale, gesunde Menschenverstand ist da einem schon aufschreien lassen. Ja, ich finde ja auch, was ich ganz merkwürdig finde, ist ja immer so, dass in bestimmten Straßen muss man eine Maske tragen, geht man in eine Seitenstraße, braucht man keine. Fragt man sich, ob der Virus wirklich nur in der Hauptstraße ist. Doch, der Sinn ist klar, in diesen sehr belebten Straßen sind viele Menschen dicht beieinander. Das ist die offizielle Begründung. Aber dazu muss man sagen, im Freien generell hat es nie eine Ausbreitung gegeben. Gibt es auch nicht. Um sich anzustecken, müsste man sehr viele Viren, der eine müsste sehr viele Viren haben, wenn es die überhaupt gibt, also ansteckende Partikel, müsste in dichten Abstand 10 Minuten intensiv reden, am besten schreien, und der andere müsste jetzt irgendeine Vorerkrankung haben, zum Beispiel nicht eingestellten Diabetes. Die sind sehr anfällig, Übergewicht, verschiedene andere Krankheiten. Oder er müsste nahe dem Lebensende sein, dann könnte er eine Lungenentzündung bekommen. Und das ist so unwahrscheinlich. Das liegt also daran, zu sterben an dieser Covid-19, liegt in einem 0,00%-Bereich. Und die Wahrscheinlichkeit, überhaupt irgendwie zu erkranken oder an dieser Krankheit zu sterben, von denen, die infiziert sind oder positiv getestet sind, die sind ja nicht infiziert oft, die liegt bei 0,2 bis 0,6%. Jetzt komme ich wieder auf Ioannidis zu sprechen. Das ist der weltweit führende und wirklich tolle Epidemiologe aus der Stanford Research University in Kalifornien. Der hat schon im April gesagt, die Wahrscheinlichkeit für berufstätige Leute, mit Corona zu sterben, ist ungefähr so groß wie an der täglichen Autofahrt zur Arbeit, die ungefähr im Schnitt 30 Kilometer beträgt. So gering. Ja? Also, da könnte man auch gleich das Autofahren einstellen. Ja, wahrscheinlich noch andere Sachen. Ja. Mich wundert das ja auch. Ich war jetzt bis am 1. und am 29. auf diesen Großdemos und letzte Woche in Leipzig. Mhm. Und dann Hunderttausenden, sage ich jetzt mal insgesamt. Ja. Ich habe bisher nichts gekriegt. Es hat bei diesen ganzen Großdemonstrationen, auch bei den sehr üblen Black Matter, nie einen Ausbruch gegeben. Oder diese 1.800 positiv getestet in der Schlachterei, ne? Gütersloh. Tönnies, ja. Da war keiner von krank. Ja. Nach 3 Tagen war der Spuk vorbei. Und dann hat der Landkreis 100.000 Menschen getestet und da waren nur eine Handvoll von positiv, hat mir die Amtsärztin dort erzählt. Ja? Also es wird von hinten bis vorne betrogen, die Bevölkerung, mit falschen Interpretationen, mit richtigen Zahlen, falsch interpretiert. Meinen Sie, wir kommen alleine raus oder brauchen wir Hilfe von außen? Ich sage mal jetzt aus... Wenn ich sage mal, früher waren es ja die Alliierten, Amerika oder Russland. Meinen Sie, das passiert was? Nein, das brauchen wir nicht. Das schaffen wir selber. Gut. Also
Also ich bin natürlich gegen diese Verteuflung anderer Länder, wie Russland zum Beispiel. Eigentlich ist ja, sollte Russland mehr ein Partner der Europäischen sein. Das meinte ich jetzt gar nicht so. Ich meinte eher Hilfe. Nicht, dass sie uns unterdrücken. Wie können die uns helfen? Ich kann mir nicht vorstellen. Naja, ich meine, ich sag mal so, Deutschland ist ja eigentlich kein souveräner Staat bis jetzt. Ja, das ist natürlich ein anderes Thema. Da sind wir ja schon damals betrogen worden. Das Volk und die DDR-Bürger haben da leider zugestimmt. Steht hier im Paragraph 146 Grundgesetz, dass im Falle einer Vereinigung man nochmal neu sich nicht zu einem Grundgesetz zusammensetzen soll. Das wurde unterdrückt, ja. Aber das ist übrigens eine Sache, die mir bei Trump sympathisch war. Der sagte, die NATO ist obsolet, ne? So dahin gequatscht. Aber es stimmt, wir brauchen keine NATO mehr. Es gibt keine Bedrohung mehr vom Kommunismus. Und was war denn noch sympathisch? Ja, da hat er auch mit dem Koreaner gesprochen, mit dem Nordkoreaner. Und vor allen Dingen, selbst die Republikaner, einer hat in der Zeitung, in der Frankfurter, eine kleine Notiz gelesen. Um Gottes Willen, was macht Trump denn da? Die Unabhängigkeit von Deutschland haben wir doch 70 Jahre versucht zu verhindern. Und eine kleine Notiz erschien, sonst nie wieder, ne? Interessant, ja, das habe ich auch nicht gesehen oder gelesen. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja, es war ein wunderbares Gespräch. Es wird gesendet über Liborio TV. Wir sind ein unabhängiger Sender. Ja. Wir haben nichts mit dem Mainstream zu tun. Und ich freue mich, dass wir wirklich so viel Fachwissen jetzt von Ihnen auch bekommen haben. Auch für das, ich sag mal wirklich, für das breite Publikum. Falls das Sie, ist ganz wichtig. Ja, danke, danke. Und falls Sie da etwas zustande kriegen und mir eine Kopie oder einen Link oder was schicken können, wäre ich froh. Wir kriegen immer was zustande. Wir haben schon ganz viel zustande bekommen. Super. Und Sie kriegen auch ein Kärtchen gleich.